Auf die Platzierungen der vergangenen Jahre. Sechster Platz bei der U20-EM im Zehnkampf 2009. Sechster Platz bei der U23-EM im Zehnkampf 2011. Der erste Platz, also Europameister, bei der U23-Europameisterschaft im Zehnkampf 2013. Der Sechstplatzierte bei der Hallen-WM im Siebenkampf 2014. Der Sechstplatzierte bei den Europameisterschaften im Zielkampf 2014, der Sechstplatzierte bei den Weltmeisterschaften im Zielkampf 2015. Die Zahl sind wir jetzt an der Reihe leid, deswegen machen wir heute mit einem großartigen vierten Platz bei den Olympischen Spielen im letzten Jahr in Rio. Und jetzt endlich hat er seine endlich verdiente Medaille. Wir freuen uns und jubeln für den Bronzemedaillengewinner der WM für Kai Katzmirek. Was hast du da gedacht? War dir da vielleicht sogar schon klar, so Freunde von den Medaillenrängen, kriegt ihr mich dieses Mal in diesem Jahr nicht mehr runter? Ist natürlich immer eine schwierige Sache, man weiß nicht wirklich, wie es weitergeht. Jetzt Spezialisten sagen dann immer, ja, und am zweiten Tag geht Zehnkampf erst richtig los. Man hat dann ist er müde, hat 4-5 Stunden Schlaf nur, hat schwere Beine und dann muss man über diese hohen Hürden rennen. Man denkt sich jedes Mal, okay, wie soll ich das jetzt schaffen? Und dann geht es doch irgendwie. Aber ich habe natürlich gewusst, okay, da gut trainiert, ich bin belastbar und wir können das hier schaffen. Du hast die Hürden angesprochen, damit ging es am zweiten Tag dann los. 14,66 Sekunden sind es gewesen, es ging zum Diskus, 45,06 Meter, 2 Meter weiter als bei den Spielen in Rio. Und dann statt Hochsprung, das ist auch eine fast schon deiner Paradedisziplinen. 5,10 Meter waren es, aber es hat ja eigentlich fast gar nicht immer gleich geklappt. Also der zweite Versuch musste her, manchmal sogar der dritte. Ist das dann schon wieder eine nervliche Sache oder hat das einfach immer mit dem ersten Sprung noch nicht so ganz gut funktioniert, dass man da gemeinsam mit Trainer Jörg Groß und dem Bundestrainer nochmal feinjustieren musste? Also ich muss sagen, ich war sehr, sehr nervös vor dem Vorsprung, weil ich wusste, okay, jetzt kann ich mich nur noch selbst schlagen und die anderen haben eigentlich keine Chance, wenn ich normal springe. Und entsprechend habe ich dann es ein bisschen spannend gemacht und erst im dritten Versuch über 5 Meter. Und dann ging man kurz erstmal extrem hoch und lag erst mal eine halbe Minute auf der Matte und wusste, okay, jetzt hast du es gepackt. Funktioniert und dürfen dann täglich einmal für die LG Rhein-Wied abstimmen. Es stehen einige Vereine. Also meine Wahrnehmung ist, dass er sich also in den letzten Jahren permanent gesteigert hat. Deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass das nicht immer bei Bronze bleibt. Also in Rio war er Vierter, das war schon ein tolles Ergebnis. Jetzt Bronze. Und man muss mal sehen, was ansonsten noch möglich ist. Er ist ja noch jung, hat einen hervorragenden Trainer. Aber insgesamt ist für uns in der LG natürlich auch wichtig, dass wir neben Kai auch noch viele andere erfolgreiche Sportler haben. Europameister wie Roger Gursky oder die Europameisterin und Weltbestmarkeninhaberin Sophia Jung, jetzt auch in einer anderen Altersklasse, der Markus Paquet in M40. Also ich sage es mal, das sind jetzt so einige Leuchttürme, von denen natürlich der Kai Katschmirek besonders hervorsticht. Aber neben dem Kai haben wir viele andere erfolgreiche Sportler und das könnte noch wesentlich besser und auch mehr werden, weil wir ja im nächsten Jahr im Herbst unsere neue Trainingshalle, Leichtathletik-Trainingshalle in Neuwied eröffnen wollen. Wir haben da großzügige Unterstützung vom Land, aber auch Stadt und Kreis geben da großzügige Gelder. Und das, was wir also dann auch über unsere Sponsoren bekommen, glauben wir, dass also die Realisierung so gut wie sicher ist. Und wenn wir dann eine Trainingsmöglichkeit haben, wo man also ganzjährig für unsere Leichtathletik trainieren kann.
glaube ich, wird der Leichtathletikstandort Neuwied noch attraktiver. Wir werden noch mehr Sportler an die LG binden können, sodass also da auch das, was Kai aufgebaut hat, mit viel Nachhaltigkeit dann zu einem guten Ergebnis gebracht wird in der Breite und dass Neuwied in die Annalen irgendwann eingeht als die Leichtathletikstadt, zumindest in Rheinland-Pfalz, aber vielleicht auch in Deutschland. Potenzial ist definitiv immer da. Also man muss natürlich immer diesen Wettkampf betrachten. Das Wichtigste bei Meisterschaften ist es einfach, die Platzierung zu halten. Dass man eine Medaille holt. Ein vierter Platz ist immer schön und gut, aber das ist immer ein bisschen schade für einen persönlich, wenn man doch aufs Treppchen möchte. Das ist so ein undankbarer Platz. Und jetzt hat es endlich geklappt und ich denke, durch die Medaille wird es mental auch ein bisschen einfacher werden. Wie ist die Aussicht von da oben? Die Aussicht vom Podium? Ja. Naja, es war jetzt nicht ganz so hoch das Podium. Also, es ist die erste Stufe. Es ist die erste Stufe gewesen, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dass man natürlich mit zwei Deutschen da oben stehen durfte, war natürlich besonders schön. Es gab es erst vor 34 Jahren das letzte Mal und ja, die Mehrkämpfer haben gut abgeräumt, muss ich sagen. Die Siebenkämpferin, Caroline Schäfer und Rico Freimuth, die anderen 10 Kämpfer. Und wir hatten gerade mal 5 Medaillen in ganz Deutschland und dass da 3 Stück vom Mehrkampf kommen, sind natürlich besonders stolz drauf. Jetzt haben wir nächste Woche noch eine Sportveranstaltung in Neuwied, haben den Reiter-Triathlon bei uns. Wäre das eine Herausforderung für dich? Das wäre auf jeden Fall eine Herausforderung, besonders nach dem Zehnkampf, weil mir geht es echt nicht so gut körperlich. Mir tut alles weh und man nimmt dann meistens so eine Woche Pause, dass man überhaupt wieder ans Laufen denken kann. Aber das passt ja. Und ich denke nicht, dass das sinnvoll wäre. Weil man möchte natürlich noch ein paar weitere Wettkämpfe machen. Für die nächsten Jahre bleibe ich erstmal in meiner Sportart. Und dann nach der sportlichen Karriere vielleicht nochmal als Hobbysportler Fußball oder Tischtennis oder Tennis, alles Mögliche dran denken, alles mal ausprobieren und mal gucken, wo man dann Spaß dran hat und wo man hängen bleibt.